Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich! Alter! So, Folge 4, los geht's. Es fing an, als sie mich anrief. Da war ich gleich verloren. Ihre Stimme klang so zärtlich und so. Warum hast du es falsch eingegeben? Wolltest du sehen, was passiert? Hallo, Sascha. Was denn? Ich gucke Microsoft zu. Weißt du, hallo, Sascha gesagt. Hallo, Patrick. Schickte mir ein Foto. Mit Wurstgeschmack sogar. Ein, zwei Tage später. Mach AM zu PM. Ja. Waren wir ein Liebespaar? Ah! Ecke! Die fette Ecke! Voll der coole Revolverheld-Song. Mhm. Eigentlich ein Ärzte-Song. Ja, ich weiß. Nee, Revolverheld wäre. Oh nee, bitte nicht. Ah, geil! Wie cool gemacht. Die Jacke ist schon lange unterwegs. Sie sitzt jeden Tag an der gleichen Bushaltestelle. Wenn du deine Ecke fragst, wie sie hierher gekommen ist, dann wird sie dir das Eichhörnchen eine Geschichte erzählen. Fresst es das? Eine Geschichte über Freundschaft und Vertrauen. Boah, das eine geht schon Richtung Max Giesinger. Und der schwatzt schon zu, der schwatzt schon zu gut. Ist auch einer seiner Freunde, der die Songs mit ihm schreibt. Denn Freundschaft bedeutet ja, geil. Für mich frei. Der Nussknacker von Tchaikovsky. Hier herrscht Freiheit! Hier herrscht Freiheit! Und auch du bist irgendwann von damit ihr anfangen. Oder von ihr beherrscht. Ist doch geil, hier herrscht Freiheit. Hier herrscht Freiheit, genau. Nein, Freiheit herrscht nicht. Ja, das war ein guter Max Giesinger-Song gerade. Mhm. Freiheit irgendwann. Noch eine Kollaboration mit irgendeiner, dann kommt noch so eine Frauen-Zwischenpart rein, so. Mhm. Auf jeden Fall irgend so eine schwarze, ganz dicke Frau, die unfassbar geil singen kann einfach, aber... Aber halt für diesen Scheiß missbraucht wird, für den Dreck. Und dann? Und dann kriegst du wahrscheinlich nicht mal richtig Tantieme von dem Song, sondern nur so eine Einmalzahlung fürs Studio auf, nee, kriegst so 500 Euro ja, und der macht, noch, nee, und der macht den iPod. So ein iPod 2, weißt du? Kennst du schon diese kleinen viereckigen, diese Quadrate? Das ist ganz mies, die Studiomusiker teilweise ausgenutzt werden. Ja, und dann sag mal, oh, das war so ein amazing Song von dir. Und dann, ja, jetzt kennt man so Dings, Deutschland zu den Superstar-mäßig, wo dann irgendwie auch, da sitzen doch auch so komische Amerikaner-Tussis dann mal, das war ein ganz toller Song von dir, ich habe richtig die Emotion gespürt. Und dann so, weiter sind... Ja. Ich glaube, wir finden jemanden, der mit diesem Song richtig, richtig ja, krasse ja, genau. machen wird. Aber genau. du nicht. Aber da du ja unterschrieben hast, dass du alles abtrittst in dem Moment, wo du in der Reise da bist, auch wenn du einen Song spielst, der von dir original ist, dann übernehmen sie ihn einfach und sagen, du hast unterschrieben, dass uns alles gehört. Ja, das ist total krass. Das ist wirklich so. Bei WhatsApp zum Beispiel darfst du nicht eigene Songs verschicken. Ja, ja, sonst gehört die denen. WhatsApp. Also auch Bilder, ihr dürft bei WhatsApp, in den AGBs drin, muss ganz vorsichtig sein. Ey. Mhm. Die machen oft keinen Gebrauch von diesem Recht und die würden auch übel gehatet werden, aber es wäre möglich. Deswegen schicke ich immer ganz viele Dickpics. Namaste, User. Aha. This is the program speaking. Doch, wirklich. Also warum? Ja, dann um diesen Algorithmus zu zerstören. Den Dickpic-Algorithmus. Ja, ohne Witz, weil ich denke mir immer so... Ja, also ihr habt es gehört, was? Kinder, macht viele Dickpics. This is not a game. Ah, das habe ich wieder gesehen, war ich dann wieder kurz wach. Burning in the love again. I mean, mine on game. What are you talking about? Ist da jetzt noch ein Zweiter? Geil. Ja, das ist doch der Araber. Der Inder. You have a funny accent.
Are you Russian? Russian. I like rice and curry. Do I hold the R like that, sir? Of course not. And chicken. Overreaction. Stamm eigentlich. Geil. Wie du so dumm auf. Ich finde es super. Stammen eigentlich Schwarze von Indern ab? Nee, alle Menschen stammen von Schwarzen ab. Weil sich halt durch die Generation, wenn du weniger Sonne ausgesetzt bist, hat sich Melanin zurückgebildet. Genau. Ja, das ist alles nur Verschwörungstheorie. Die Historiker haben sie alle zusammengehauen und haben gesagt, hör zu, wir finden nichts raus, jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken. Ich hab jetzt so einen bequemen Lehrstuhl hier, den gebe ich nicht mehr auf. Also das glaube ich, das weiß ich sogar. Mhm. Also mit wie vielen Lehrern hast du zusammengearbeitet, wo du genau weißt? Die haben einfach keinen Bock. Achso, ja, das glaube ich, dass dann der erste Mensch aus Afrika abstimmt, das ist einfach, ist halt so. Und dass die, ich meine, die Kontinente waren ja am Anfang noch anders, sind dann auseinandergebrochen und so Sachen. Aber ja, natürlich, es gibt ultra viele Leute, die sitzen auf zu bequemen Stühlen, auch in Ministerien und so. Und dann. Yusuf. Ja, ändert sich da nichts mehr. Du redest ja nicht so viel, aber ich weiß, bei einer Sache redest du viel. Und da möchte ich jetzt gerne mal deine Meinung dazu wissen. Ich bin gespannt. Was denkst du über die Flat Earth Theory? Ich finde es geil. Elon Musk hat gepostet hat, zu dieser auf den ihren Kanal. Why is there no flat Mars Society? Und dann haben sie ihm zurückgeschrieben, because we have seen Mars with telescopes, it's round. Aber die Erde konnten sie nicht sehen, deshalb konnten sie es nicht glauben. Ja, weil wie ich vorhin gesagt habe, ja, die Erde von NASA-Bildern sind alles nur also nicht Fakes, aber Also es gibt mittlerweile Leute, die auf der IS sogar ein Handy dabei haben. Also von daher. Genau, und aber wenn du jetzt ganz kurz rational überlegst, Leute, die auf der ISS sind, du glaubst nicht, dass die irgendwie von Behörden gedingst werden, dass sie so Sachen nicht machen. Diese Bilder, du kannst ja auch vom Hubble-Teleskop kann ja auch aus. Ich weiß nicht, ob das Hubble-Teleskop von der Erde aufnehmen kann, aber ich denke schon, dass es auch. Mir geht es nicht um die Runde, das ist ja klar. Aber mir geht es eher darum, dass wenn jemand nicht will, dass die Wahrheit rauskommt und was. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass es kann ja jemand ein Handy mitnehmen. Also mittlerweile sind, also bei vielen Sachen ist es ganz schwierig, das zu unterdrücken. Das zum Beispiel, man hat also mal ich kann dich ganz gut unterdrücken. Man hat mal festgestellt, wie viele Leute bei dieser Mondlandung mitgearbeitet haben. Und es wären einfach zu viele Leute gewesen, die da den Mund hätten halten müssen. Das ist einfach oder nicht möglich. Oder sind von vornherein so halt ausgewählt worden. Trotzdem ist es schwierig, weißt du, seiner Frau oder einem Freund zu erzählen. Du weißt doch, ein Geheimnis ist nur ein Geheimnis, wenn du es alleine kennst. Und zu sagen, dass es keine echten Bilder von der Erde gibt, das ist mittlerweile der Typ. Vor zwei Jahren oder drei Jahren ist der Typ aus der Atmosphäre gesprungen, der schon fast im Weltraum war. Also, das war ja auch gefilmt. Aber wenn ich jetzt überlege. There is no jeu. A la table. Preferable. Du hast mir auch erzählt, dass du mit dem Geheimnis nicht mehr von der Erde kommst. Das war ja bis jetzt auch ein Geheimnis. Bis jetzt, aber dann. Der Pack kennt manchmal die Grenze, ne? Ja, genau, weil wir noch nie. Genau, wir haben noch nie über so ein Schwachsinn geredet, gell? Wie geil! So beschissen mit den Katzen, oder? Aber ich bin da witzig von den Stereotypen. Das ist, was wir von Japan andenken. Ja, natürlich. Ist einfach alles oder total behindert. Es kommt drauf an, ist es ein amerikanisches Spiel oder der Entwickler? Ja, oder? Das ist ja auf Englisch. Ja, aber irgendwas ist halt kein deutschsprachiger. Ja, also, ja klar, die westliche Welt, das ist das, was wir, was denke ich, was die über uns denken. Wir sind wahrscheinlich alle faul und fett. Ja, faul, fett und weiß. Alle sehen gleich aus. Alle haben Bart, alle haben Bart. Warum Bart und lange Haare? Mann, ist keine Frau. Ja genau, aber warum habt ihr denn keine Bärte? Das ist ja auch krass, gell? In Japan wird die Bärte gefahren. Ja gut, also bei uns gibt es ja auch manche Regulierungen, wenn du irgendwo bestimmtes arbeitest oder so Sachen, dass du halt in Laboren oder so darfst, glaube ich, manche Sachen auch nicht machen. Oder musst halt die Haare zusammenziehen. In Laboren, wir reden jetzt aber von als Lehrer. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich in Japan. Ich weiß, dass die in den ersten zwei Jahren, glaube ich, keine Tests schreiben an den Schulen, sondern mehr auf Erziehung und so Sachen achten, aber ich finde, das sind drei, vier richtig verrückte Folgen. Oh, wir sind schon wieder am Ende, ne? Ich mach schon einen 8 Minuten. Mach einen Abschiedssong. Yusuf geht gleich nach Hause, denn es reicht ihm. Aber niemand hat ihm gesagt, dass der Audi die Bremse kaputt geschnitten sind. Ich kann das einfach entfernen mit dem Schnittprogramm, also kein Problem, Yusuf.
Und der Pat schneidet es dann nach und schneidet alles so zusammen. Schneidet alles wieder rein. Dann kommt so, ja, ich bin schwul, gerne, geleckt diesen Penis, dankeschön.